Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, seit dem letzten Mal ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe wieder vorspulen lassen. Wir haben 1,12 Millionen mittlerweile auf dem Konto liegen, was natürlich relativ schön ist. Ja, ihr seht das Problem gerade hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Aufnahme hier weitergeht gerade. Ansonsten haben wir ein Problem. Auf jeden Fall sagt die Aufnahme, dass es weitergeht. Ich hoffe, dass es auch so ist. Ihr seht schon, ich kann das Spiel gerade weder bewegen noch irgendetwas. Es hat sich aufgehängt. Und das passiert leider aktuell ständig. Ich habe aktuell leider auch noch nicht den Weg gefunden, wie ich es lösen kann. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was wir machen können, ist rein theoretisch hier sagen, Spiel speichern. Und machen wir mal Test 1 draus. Spiel speichern. Jetzt hat sich wieder aufgehängt. Bravissimo. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Andere haben Größe. Okay, das war jetzt Pause. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ihr seht schon, speichern beenden. Ja, Test 1 wollen wir überschreiben. Ich habe das Spiel, geschweige, habe es locker ein paar Stunden laufen lassen. Also echt Stunden. Und wollte gucken, ob dieser Fehler rausgeht. Nein. Geht er nicht. Er bleibt drin und ich weiß auch nicht, wo er geht. Wenn wir jetzt hier unter Laden gehen, den neuen Test 1er hier nehmen und laden, denke ich mal, werden wir denselben Fehler nochmal kriegen. Ich habe gehofft, vielleicht geht er nach einer Zeit raus. Ich weiß auch nicht, woher er kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Das Spiel ist jetzt nicht so overkomplex, dass ich sagen würde, dass meine CPU ausgelastet ist, was es sicherlich nicht ansatzweise ist. Und ich wüsste auch nicht, was ich geändert habe, seitdem wir das letzte Mal zusammen gespielt haben. Ich lasse nicht normalerweise einfach nur weiterlaufen. Und ja, jetzt schauen wir mal hier, was wir hier, ob wir hier was gemacht verändern können. Aber hier ist ja genau dasselbe. Hier läuft es nur hier drauf, hier ist das Ding. Das ist alles relativ easy. Hier passiert nicht wirklich viel. So, was wir jetzt hier noch machen können, ist ein Sortierband. Jetzt, da schon wieder. Schon wieder. Und die Fehler sind leider echt. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Aber ich bin doch blöd. Ich kann doch da vorne die Ableitung nehmen. Den Übergang. Wenn es wieder läuft, dann kann ich es machen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie das Spiel überstrapaziert, dass wir das, dass der Fehler so extrem gerade ist? Ich wüsste es nicht, eigentlich nicht. So, Gepäckband. Oh, ups. Kann ich das Ding rotieren? Geht das? Sonst machen wir das einfach so, dass wir hier hingehen und sagen, rup. Hochgeschwindigkeitsband. Kein Problem. Hier gibt es keine Probleme. Jetzt. Also ihr seht, was ich meine. Ich weiß nicht, woher der Fehler aktuell kommt. Und deswegen wird das hier auch die einzige Folge von Airport CEO die Woche sein. Weil ich ehrlich gesagt euch nicht sagen kann, woher der Fehler kommt. Wie es passiert ist und was genau jetzt hier vorgefallen ist. Weil einfach es wirklich komisch ist. Ich kann jetzt auch nicht herausfinden, glaube ich, wie viel unser Flughafen wert ist aktuell. Das wäre nämlich natürlich nochmal eine ganz interessante Sache. Zu sehen, wie viel der Flughafen wert ist. Statistiken. Schauen wir nochmal. Steht doch bestimmt hier irgendwas mit Passagierstatistik. Haben wir Passagiere am Flughafen. Passagierbewertungen. Durchschnittliche aktuelle Passagierbewertung. Okay. Wirtschaftsstatistik. Cashflow. Saldo, Ausgaben, Einnahmen. Saldo. Okay. Und wir hängen schon wieder. Genau. Das ist, was ich meine. Deswegen habe ich überlegt, du kannst bestimmt irgendwie herausfinden, wie viel der Flughafen wert ist.
irgendwo muss ja da so ein Flughafenwert stehen. Flughafenbewertung hier, das gibt es ja auch wieder. Aber irgendwo muss der stehen, hey, dein Flughafen hat aktuell den Wert von so und so viel. Denke ich auf jeden Fall mal, dass es sowas gibt. Muss es ja eigentlich sowas geben. Weil sonst hätte ich gesagt, wir starten nur von vorne und nehmen das Geld, was wir haben, und bauen dementsprechend den Flughafen auf. Aber ich weiß halt echt nicht, also ihr seht, es geht ganz, ganz komisch. Und es ist und bleibt komisch. Also im Pausenmodus gleich geht's dann wieder. Aber ich kann es nicht laufen lassen für länger. Und das ist halt leider ein bisschen ärgerlich einfach. Weil wir sind jetzt doch relativ weit schon gekommen. Klar, der Flughafen ist noch immer klein. Wir können jetzt rein theoretisch hier für 750.000 freischalten und Flughafenerweiterung bauen. Aber ist halt irgendwie blöd, wenn du nicht wirklich, ne, mach mal so, wirklich was machen kannst. Weil ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo wir sehen, dass allgemeine Flugfahrt, alle Bewertungen, aktive Flüge, kommerzielle Flüge 10, 11, super. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, hey, unser Flughafen ist 10 Millionen wert. Unser Flughafen ist 12 Millionen wert. Also hätte ich gesagt, wir verkaufen den für 75% des Wertes oder 80% des Wertes und starten von vorne nochmal durch, weil ich glaube, das ist aktuell das Schlauste, was man machen kann. Wir sehen schon die Infrastruktur für allgemeine Luftfahrt und so Zeugs, ist alles natürlich nicht so. Verbrauchsgüter für VGA ist aktuell einfach nicht so gut. Und wenn es natürlich so weitergeht, ich kann mit euch hier nicht so drüber spielen. Deswegen, wie gesagt, ich laber jetzt hier lang im Brei rum. Das wird fürs erste Mal die Woche fürs letzte Video von AirPod CEO leider sein. Ich werde nochmal ein bisschen probieren, die Woche lang. Ich habe Mittwoch eh Feiertag, bedeutet, wenn es wieder läuft, dann nehme ich natürlich was auf. Aber ich schaue mal, ob ich eine Lösung finde. Vielleicht kopiere ich mir nochmal fast die komplette Anlage und tue sie in einem Spiel mit ultimativem Geld nochmal herkopieren und schauen, was dann passiert. Beziehungsweise vielleicht mal einfach übertreiben und wirklich einen riesen Flughafen bauen. Schauen, wo die Limits sind. Und ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der zugeschaut hat bis jetzt. Ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob ihr den Fehler kennt, ob ihr wisst, woher es kommt. Wäre natürlich mir egal, ich würde das Projekt super gerne weiter fortführen. Und ansonsten, wie gesagt, entweder wir starten was anderes oder wir starten von vorne mit erhöhtem Geld. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Serie bis jetzt hierhin gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare bitte. Das würde mir auf jeden Fall mega, 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 mega gerade helfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.